Jan-Boris Räts und Daniela Schick. Guten Abend. Nach der Hitze kommen Regen und Gewitter nach Rheinland-Pfalz. Vielleicht hat es bei Ihnen zu Hause auch schon angefangen zu regnen oder zu stürmen. Deshalb schauen wir am Anfang kurz auf die Lage. Hackerangriffe auf Unternehmen oder Behörden. Zuletzt hatte es die Hochschule Kaiserslautern getroffen, im vergangenen Herbst die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Der will sich künftig besser schützen und hat dazu eine Vereinbarung unterschrieben. Was das bringt, darüber reden wir gleich mit einer Expertin. Vorher der Bericht von Pascal Lasserre. Dazu Nachfragen an die IT-Expertin vom Fraunhofer-Institut in Darmstadt, Haja Schulmann. Hallo. Ist die Kreisverwaltung durch diese Sicherheitsvereinbarung jetzt besser vor Angriffen geschützt? Informationen waren das von Haja Schulmann. Vielen Dank. CDU und Freie Wähler haben eine bessere Ausrüstung von Feuerwehren gefordert. Mehr dazu von Jan Boris in den Kurznachrichten. Die Situation der Geflüchteten in Rheinland-Pfalz und der Asylkompromiss sind auch Thema in den SWR aktuell Sommerinterviews. Diese Woche starten wir damit. Wir interviewen in den nächsten Wochen 6 Politikerinnen und Politiker aus dem Land zu aktuellen Themen, wie etwa auch den Folgen der A-Flut. Verena Vrenigor mit dem Blick voraus auf die diesjährige Sommerinterviewproduktion. Betrieb sucht neuen Chef oder neue Chefin. Eigentlich müsste es von solchen Stellenanzeigen nur so wimmeln. Denn laut IHK gehen in den nächsten Jahren tausende Unternehmerinnen und Unternehmer in Rheinland-Pfalz in den Ruhestand. Und viele finden keinen Nachfolger. Vielleicht weil Tochter oder Sohn andere Pläne haben. Über diese Probleme sprechen wir gleich. Erstmal zeigt uns Jörg Bill, wie es gut laufen kann. Ja, und jetzt weitere Nachrichten im Überblick. Und die hat Jan-Boris Räts. Am 20. Juni 1993, manch einer erinnert sich vielleicht, ist in Rheinland-Pfalz Sportgeschichte geschrieben worden. Die Damenmannschaft aus Niederkirchen in der Pfalz holte den deutschen Meistertitel. Genau 30 Jahre später sind die damaligen Gegnerinnen jetzt aufeinander getroffen und haben sich an ein ganz besonderes Spiel erinnert. Ann-Kathrin Rose berichtet. Ja, und jetzt nochmal wie angekündigt das Wetter mit Claudia Kleinert um 20.15 Uhr Doc Fischer. Und zu den drohenden Unwettern gibt's auch mehr noch auf swaktuell.de. Schönen Abend, tschüss.